Okay, herzlich willkommen zum Konzepttest Nummer 42, ideale Phasengleichgewichte von Jonas Lehmann. Okay, die Frage des Konzepttests war, welche Aussage gilt für die Übergangskomponente I bei idealen Phasengleichgewichten? Antwort A, je größer die Konzentration von I in der Phase 1, desto größer die Konzentration von I in der Phase 2. B, je größer die Konzentration von I in der Phase 1, desto geringer die Konzentration von I in der Phase 2. Und C war, die Konzentration von I in der Phase 2 ist unabhängig von der Konzentration von I in der Phase 1. Um diese Frage beantworten zu können, zieht man das Gesetz der paritätischen Besetzung der Phasen hinzu. Und das besagt halt, wenn zwei Phasen aus idealen Mischungen im Gleichgewicht sind, gilt für Komponenten, welche halt die Phasengrenze passieren können, gilt Konzentration der Komponente in Phase 2 geteilt durch die Konzentration der Komponente in Phase 1 ist gleich konstant. Das habe ich jetzt hier unten nochmal dargestellt. Hier sind jetzt zwei verschiedene Phasen. Unten ist grün, oben ist blau. Oben ist die Phase Beta, unten ist die Phase Alpha. Und die schwarzen Pünktchen, ist die Übergangskomponente, die halt zwischen den beiden Phasen hin und her wechseln kann. Und damit können wir jetzt auch schon die Konzepttestfrage beantworten. Ich fange jetzt mit Antwort B an. Antwort B war ja, je größer die Konzentration von I in der Phase 1, desto geringer ist die Konzentration von I in der Phase 2. Das stimmt halt nicht, da es nicht dem Gesetz paritätischen Setzung der Phasen gilt. Denn wenn in Phase 1 die Konzentration erhöht wird, erhöht sich auch die Konzentration in der Phase 2, da der Quotient der beiden Konzentrationen ja konstant ist. Und somit ist C auch falsch. Und das war, die Konzentration von I in der Phase 2 ist unabhängig von der Konzentration von I in der Phase 1. Und das folgt halt auch nicht dem Gesetz der paritätischen Besetzung der Phasen. Also die sind halt nicht gleichmäßig oder in einem bestimmten Verhältnis besetzt, die Phasen. Das ist auch falsch. Und somit ist A richtig, je größer die Konzentration von I in der Phase 1, desto größer ist die Konzentration von I in der Phase 2. Okay, als nächstes komme ich zu den Gesetzen von Nernst, Henry und Raoult. Und zwar auf dem Gesetz der paritätischen Besetzung der Phasen beruhen halt die Gesetze von Nernst, Henry und Raoult. Ich fange an mit dem Phasengleichgewicht der Extraktion und das beruht auf Nernst. Es wird auch Nernstsche Verteilungssatz genannt und besagt im Grunde genommen, dass halt ein gelöster Stoff verteilt sich auf zwei Phasen unabhängig von seiner Konzentration in einem charakteristischen Verhältnis. Eigentlich genau das, was vorher gesagt wird. Dann habe ich ein Beispiel. Und zwar Öl und Essig sind zwei verschiedene Phasen. Und die Übergangskomponente I ist die Essigsäure. Die kann zwischen den beiden Phasen hin und her wechseln. Und da haben wir auch wieder die Formel. Konzentration von I in der Phase Beta durch Konzentration von I in der Phase Alpha ist gleich konstant. Und daraus ergibt sich der Nernstsche Verteilungssatz. Und der besagt, dass halt die Konzentration von I auch im Extraktionsmittel Beta durch die Konzentration von I im Raffinat Alpha ist gleich der Faktor K Nernst. Dann gibt es das Phasengleichgewicht der Absorption. Das geht nach Henry. Und man hat da halt zum Beispiel Sauerstoff und Wasser. Und zwar bei Henry ist es immer so, man hat halt eine Flüssigkeit und ein Gas. Und dieses Gas ist halt in der Flüssigkeit gelöst und in diesem Beispiel ist halt Sauerstoff. Und unten haben wir Wasser. Und dann haben wir halt auch wieder die Formel Konzentration von I in der Gasphase durch die Konzentration von I in der Flüssigphase ist gleich konstant. Und daraus ergibt sich halt das Henry'sche Gesetz. Und das ist halt Pi ist gleich Kh mal Xi. Pi ist dabei der Partialdruck, Kh die Henry-Konstante und Xi die Konzentration des Gases in der Lösung. Und Xi muss viel kleiner als 1 sein. Und das Henry'sche Gesetz besagt halt, dass der Partialdruck eines Gases über eine Flüssigkeit direkt proportional ist zur Konzentration des Gases in der Flüssigkeit.
Und das dient zum Beispiel der Ermittlung, wie viel Sauerstoffvolumen in Wasser bei bestimmten Bedingungen gelöst ist. Als drittes gibt es die Dampfdruckerniedrigung und die geht nach Raoult und die besagt, dass der Dampfdruck und Molenbruch des Lösemittels proportional sind. Und wir haben halt auch wieder eine Flüssig- und eine Gasphase. Und wenn man jetzt halt in ein Lösemittel ein gelöster Stoff ist, dann erniedrigt sich halt der Dampfdruck. Also je mehr von einer anderen Komponente im Lösemittel gelöst ist, desto geringer ist der vom Lösemittel erzeugte Dampfdruck. Und daraus folgt dann halt das erste Raoultsche Gesetz und das ist halt pA ist gleich xA mal pA Sternchen und pA ist dabei der Dampfdruck des Lösemittels über der Lösung, xA ist der Stoffmengenanteil des gelösten Stoffes und pA Sternchen ist Dampfdruck des reinen Lösungsmittels.